It's happening everywhere in Germany. There's a reason why this is so... No, it's not. Okay, can I speak to you? Well, you said she's not telling the truth, so answer a question. Okay, I'll do research. There was a six... We're in East Germany, in Cottbus, and this is a massive demonstration. Germany is under attack. The German population under attack. In the last 2 weeks, we've seen a 15-year-old German girl brutally murdered and raped by Afghani migrants. In this town, we've seen a 16-year-old child have his face slit open by Syrian migrants. The people have had enough, and I think you're witnessing the start of something huge that's going to develop across Germany this summer. Angela Merkel has invited millions of young Muslim men who come from countries where there are no women's rights. They do not respect women. This is the real Me Too movement. There were several attacks with knives from young migrants against Germans, but perhaps more important is that the atmosphere has changed. There's an atmosphere of fearing, of feeling unsafe in public space. And that is not a special problem of Cottbus, it's a problem all over the country. I've spoke to a lot of people off camera. I've spoke to women who are scared to go out at night, but they're also scared to have their face on camera. Right. Because they're scared of the repercussions right. from violence and right. from the government right. and the police. Right, that's exactly the situations. People feel that the protest is not well accepted by authorities. They fear to lose their jobs. It's not just like you lose your job. It's also like if your husband is known to have this or that opinion, yeah, you can also, yeah, the wife can get in trouble or the other way around. You've traveled here today from Candale, where there were demonstrations just 2 weeks ago. Can you tell us what happened in Candale? Well, there was a young girl, she was stabbed by an Afghan migrant in a supermarket. So she was murdered? Yes, she was murdered. She was stabbed. Yes. Can I ask you, as a German woman, as a lady, how do you feel? How are German women feeling at the minute? I feel scared. I feel scared for my life, for the lives of my niece and my nephews, for everyone. And every woman is scared in Germany. I think so, because you cannot tell what's happening next, you know? Do the media call you names? Do the media say you're racist? Yes. Or you? Yes, we're racist. We're the brown base of Germany, things like that. So unbelievable. Yeah, unbelievable. In the West and East, we have to come together because it's happening everywhere in Germany. There's a reason why this is so... No, it's not. Okay, can I speak to you? Can I speak to you? Are you a journalist? No, but I tell you that you're journalist? Not telling the truth. Oh, no, okay, can I ask you? Okay, can I? Okay, so you're from Berlin. I just say, she won't talk. Yes, you're a journalist. Yes, well, you said she's not telling the truth, so answer a question. Okay, I'll do research. No. I was a 16-year-old. I said you're no. a journalist. You're a journalist. No. You're a journalist. You're a journalist. You're a journalist. What's wrong with you? I said no. What sort of journalist is this? If I say no. No, you're a fascist. You're a fascist. I'm a fascist. Yes, you're a fascist. You won't let anyone else have an opinion. Yes, you're a fascist. You are a fascist. She's talking to the police because you just called me a fascist. Oh, you won't go to the police, yeah. You are a fascist. She's going to get the police. Look, that lady's not allowed an opinion. She's told you why she's come here. She's scared. She wants to call her a liar. She wants to call her a Nazi. That's the mainstream media. That is the enemy of the people of Europe. Are you all mainstream media? You're all guilty. You are all guilty of what's happening in Europe. You have done this. You have hid the truth and you label people unfairly as fascists, as Nazis, as racists. You've all got blood on your hands. I don't get these people. I mean, they see, are they blind or something? In the mainstream news, you cannot see. They don't show us everything. But if you look out and you inform yourself, yes, you see that every day something's happening right now. And what do you think of the fact that she wouldn't even talk then? You cannot talk with them. They're blinded. I don't know. Excuse me, did you get the police? Did you get the police? Excuse me, who was Mia? Who was Mia? Who was Mia? Who was Mia? Can you tell me who Mia was? Can you tell me who Mia was? Okay, I'll tell you who Mia was. Mia was a 15-year-old girl brutally murdered by an Afghani migrant. This, you know, this lady doesn't want to accept that's happened. Can you leave her at peace, please? So you won't... How can you just leave her at peace? Unbelievable. Unbelievable. Which media company are you from? It's from RD. RD. ARD. ARD. Yeah. Is that mainstream media? Yes, yeah. It's mainstream. Ah, cool. Public, can I ask you some questions? Yes, of course. Yeah, so... No. She decides for herself. Oh, she decided for herself. Free country. Did you have the footage of him saying, don't say anything?
Do you know what I mean? We've got the footage. Look at that. And now he's going. Where are you from? I'm from England. Yeah. And basically what I wanted to ask you is, you know when you describe the people that have turned up here, how will you describe them? No. First, no. Okay. No recording. Will you call this group of people any labels? Will you call them far right? Yeah, that's a yes. Yes, okay, so you will call them far right. Say like this lady here. Yeah. Can you explain how she's far right? No, she's normal. She's normal, okay. Yeah. So normal, what about this lady here? What about this lady here? She's normal? But you'll call that, you'll say it's a far right demonstration. I never told that. Well, will you? You told that. Yeah, because I know you will. No. Because I know what you're like, because I know what you're going to do. I don't want to not talk to you. Okay. No, you don't want to talk to me. Yeah. Unbelievable. You know, there is going to come a turning point. There's going to come a turning point where it's already starting, where all of the public turn on you guys. Everyone's going to turn on you guys. No one trusts you anymore. So you know, like when you report on this today, when the media report on it, how will you describe the crowd of people here? Yeah. Well, what like because I'm trying to understand what's going on here. Will they be described as far right? Are they far right? Is it racist? I think We definitely, within Deutsche Welle, we're calling the people from the AfD, it's a far right. You're calling them, okay. They're not all right-wing extremists, okay. But they are far right. Well, the way, the solutions they're looking for is rather to stop the migration policy that we're having right now. And that makes them far right? Because all I see the AfD saying is that we need, like, with the current migration program, you've seen terrorists enter the country, you've seen rapists enter the country, you've seen murderers enter the country. So I see the AfD want to stop that, but does that make them far right? It doesn't make them far right that they want to stop, if crime is happening. So what crime is happening, Germany has to act, of course. So what laws. Anyway, thanks for talking to us, because we need to get back. Thank you. What are you doing with this? What am I doing with it? This is just for my social media. Yeah, I want to. It'll be under top. I just wanted to delete it. You want me to delete our interview? Yeah, because I can't speak that well. Hello. Speaking quite well. I think that's. I didn't. That's fine. Okay. Please. No, that's fine. Okay. No, this is not okay. You're doing is not okay. No, what you're filming and I'm not allowing it. Not what I'm doing. I tell you, all I want to do, which is what I have done, is expose that people label people as far right with no evidence. Hi lads. Are you mainstream media? Are you guys from the mainstream media? What's mainstream media for you? What company is this? It's Stern TV. What's that? It's RTL. Oh, RTL. Yes. You know, like this demonstration, the demonstration today. Will you report that as being? How will you report that? How will you report the group of people? When you do your report, will you say it's a far right demonstration? I wouldn't say anything in front of this camera now. Why not? Because I'm the person who is a journalist and I don't want to be interviewed now. But you're a journalist, mate. You're a journalist. You interview people. You're a journalist. What's wrong? What are you scared of? What is wrong with these people, man? You're journalists, guys. You just know you're going to get exposed, man. Tensions are high in this town. Tensions are high across Germany. I'm speaking to some people and they talk about the Arab Spring and they're saying this is their term for a German summer. That's how one of them explained it to me. Because they've had elections here. The AfD won the elections. They're going to win more. They're going to grow more. And I see the start of mass numbers taking to the streets across Germany this summer. And I'm going to be there to report on it for you back home. I'll bring you the truth of what's happening in Germany. Cottbus vergangenen Sonnabend. Mehr als 1000 Menschen demonstrieren. Dazu aufgerufen hatte das rechtskonservative Bündnis Zukunft Heimat. Wenige Tage zuvor war ein Syrer mit einem Messer auf einen Deutschen losgegangen. Nicht die erste Gewalttat durch Flüchtlinge. Der RBB berichtet ausführlich, wird genau dafür auf der Kundgebung aber heftig kritisiert. Erkennbar geht es weniger um eine möglichst getreue Beschreibung der Situation, als vielmehr um ihre Beeinflussung im Sinne von Regierung und Redaktion. Der Vorwurf, der RBB berichte tendenziös, sei staatlich gelenkt. Zustimmung unter den Umstehenden. Darunter sind nicht nur besorgte Cottbusser, auch Mitglieder rechtsextremer Gruppierungen sind vor Ort. Die Stimmung aufgeheizt.
Die stellvertretende Landesvorsitzende der AfD legt nach, denunziert ein Reporter namentlich. Es sind gerade etliche Pressevertreter vor Ort. Unter anderem haben wir heute hier auch vor Ort. Der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen. Er hat gerade getwittert, AfD und Birgit Bessin im Verbund mit Zukunft Heimat und zahlreichen Rechtsextremisten. Wenn Journalisten bedroht werden, während sie ihre Arbeit ausführen, das Ganze verbal, ja, benannt werden, an den Pranger gestellt werden, aber auch körperlich bedroht werden, dann ist da eine Grenze überschritten. Und das hat in der Tat in Cottbus meines Wissens bislang noch nicht stattgefunden. Das ist schon eine neue Qualität. Den Vorwurf gegen Journalisten Stimmung gemacht zu haben, weist Zukunft Heimat zurück. Zapp gegenüber heißt es. Niemand hat von der Bühne unserer Kundgebung zur Gewalt aufgerufen. Und niemand hat Drohkulissen gegen Medienvertreter aufgebaut. Es trifft auch nicht zu, dass es auf der Kundgebung eine Stimmung gegen Journalisten generell gegeben habe. Aber Zapp gegenüber erzählen Journalisten anderes. Sie seien bedrängt, angepöbelt, bespuckt worden. Eine Fotografin wurde an der Arbeit gehindert, von einer Anhöhe heruntergeschubst. Die Polizei ermittelt deshalb in zwei Fällen wegen Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung. Zukunft Heimat sieht sich nicht in der Verantwortung. Das Prinzip unserer Kundgebung ist: keine Gewalt, keine Androhung von Gewalt. Sollte es zu tätlichen Angriffen gekommen sein, verurteilen wir das. Hier jedenfalls hat sich Zukunft Heimat nicht dagegen gestellt, Aggressionen gegen Reporter geduldet. Woher aber kommen solche Aggressionen gegen Journalisten und speziell gegen den RBB in Cottbus? Der Chefredakteur des RBB muss sich Gedanken machen, wie er seine Reporter davor schützt, muss sich aber auch fragen, ob der RBB ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Bei den Menschen, die dort am Sonnabend auf dem Platz gestanden haben, auf jeden Fall. Das kann ich aber nicht ändern. Ich kann ja jetzt nicht eine Berichterstattung machen, die sozusagen davon absieht, dass wir Rechtsextreme, dass wir fremdenfeindliche Strukturen im Land haben. Journalisten müssen immer genau arbeiten, aber Fehler passieren. So auch dem RBB in diesem Fall. In einem Online-Text wurde einem AfD-Vertreter zugeschrieben, er habe Politiker und Journalisten Volksverräter genannt. Tatsächlich aber kam die Äußerung von Demonstranten. Der RBB hat das korrigiert und transparent gemacht. Solche Fehler, Wasser auf die Mühlen von Kritikern. Im Internet häufen sich Kommentare gegen den RBB, darunter viel populistische Häme. Wir berichten über Vorgänge, wir berichten darüber, wenn Ausländer angreifen, wir berichten, wenn Ausländer Deutsche angreifen und umgekehrt. Und wir bewerten es oder stellen es in Zusammenhänge. Das ist unsere Aufgabe als Journalisten. Das tun wir nach bestem Wissen und Gewissen. Jedes Bild, jedes Wort muss gewichtet werden. Inhaltliche Kritik an Berichterstattung ist berechtigt. Schwierig wird es, wenn sie zur Ideologie verkommt. Schön bei der Wahrheit bleiben und so berichten. Das machen wir immer. Was mich stark betroffen gemacht hat, ist, dass diese Stadt wieder in eine rechtsextreme Ecke gedrängt worden ist. Weil wir die Situation im Land für dramatisch halten. Weil wir uns Sorge machen, dass unser Land kaputt geht. Widerstand! Widerstand! Spätestens nach diesem Samstag, wo die letzte Demonstration war, ist was passiert in der Stadt. Cottbus. 100.000 Einwohner. Leerstehender Wohnraum. Eine gute Infrastruktur. Günstige Mieten. Die Stadt in der Lausitz gilt lange als vorbildlich bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Darüber berichtet wurde wenig. Mehr über einen Syrer, der mit einem Messer einen Deutschen angriff, und über Journalisten, die bei einer Demonstration attackiert wurden. Seitdem kommt Cottbus aus den Schlagzeilen nicht mehr raus. Journalistin Simone Wendler kommt aus Cottbus, trifft uns zum Spaziergang durch ihre Heimatstadt. Die Situation, so wie sie im Moment dargestellt wird in überregionalen Medien, ist ziemlich überzogen. Man kann in Cottbus sich ohne Angst bewegen. Hier ist keine Situation, wo einer Angst haben muss, auf die Straße zu gehen. Und doch fühlen sich hier viele verunsichert.
Seitdem sich der Anteil an Ausländern in den vergangenen 2 Jahren nahezu verdoppelt hat, auf knapp 8.500, kommt es laut Polizei vermehrt zu Straftaten durch Geflüchtete. Diese Angst, die die Menschen jetzt hier teilweise haben, das ist wie ein Treibstoff für diese Szene, um die Leute hier abzuholen und quasi in eine falsche Richtung, nämlich in die rechtsradikale Richtung zu lenken. Und da muss man jetzt sehen, inwieweit man sie auch medial abholen kann. Angst ist irrational. Gegen Angst können sie nicht sachlich argumentieren. Das Bündnis Zukunft Heimat profitiert von der Angst. Der Verein mobilisiert bei seinen Kundgebungen immer mehr Leute. Vor 3 Wochen versammeln sich 1.500 Menschen. Darunter nicht nur besorgte Cottbusser. Wenn man sich wie ich ein bisschen auskennt in der Szene, dann weiß man natürlich, dort sind NPD-Funktionäre mitgelaufen. Da laufen Leute mit aus dem gewaltbereiten Hooligan-Milieu von Energie Cottbus. Das sind alles Leute, die man aus anderen Zusammenhängen kennt. Und es wird einem natürlich, wenn man als Journalistin sowas schreibt, oft einfach kein Glauben geschenkt, weil den Leuten sozusagen nicht das Schild mit dem Hakenkreuz auf der Brust hängt. Bei der Kundgebung vor 3 Wochen statt Angst Wut. Wut auf die Politik und auf die Medien. Christoph Berndt, Vorsitzender von Zukunft Heimat und Personalrat der Berliner Charité, holt gegen den RBB aus. Die hochbezahlten und überausgestatteten Staatssender, wie derjenige hier in dem Studio Cottbus, die könnten sich davon eine Scheibe abschneiden, wenn sie es denn könnten. Vielleicht könnte sich mal ein Messer geben lassen von den Syrern, um die abzuschneiden. Erst 10 Tage später äußert sich der Oberbürgermeister zu den Vorfällen in seiner Stadt. Und auch er kritisiert die Medienberichte. Wieder nach dem Schema F. Der Osten ist braun und Cottbus ist eine Hochburg davon, dass dort ein sehr schwerer Imageschaden für die Stadt entstanden ist. Ich habe nie, und das wird kein Verantwortlicher jemals gesagt haben, dass wir kein Problem mit dem Rechtsextremismus in unserer Stadt haben. Ich glaube, da hat die Zivilgesellschaft in den letzten Jahren sehr viel gezeigt, dass wir dort gemeinsam gegen Rechtsextremismus stehen. Und das wurde medial nicht so gewürdigt und begleitet. Zumindest wird darüber weniger berichtet als über die aktuellen Vorfälle. Rechte Demonstrationen Cottbus, Angriff auf Journalisten. Rechte Demonstranten in Cottbus in der Überzahl, auch Extreme darunter. Wird Cottbus das neue Dresden? Es wird viel berichtet, auch Fremdenfeindlichkeit thematisiert, aber nicht grundlos. Laut Verfassungsschutz ist der Raum Cottbus seit Jahren ein Hotspot rechtsextremistischer Gewalt in Brandenburg. Die Szene hochgradig gewaltorientiert. Für die Medien berichtenswert, für viele Cottbusser ein Fokus, der aufstößt. Sie finden sich in der Berichterstattung nicht wieder. So auch Simone Herrmann, Centermanagerin des Blechenkarrees. Hierhin rettet sich der deutsche Jugendliche, nachdem er von einem gleichaltrigen Syrer verletzt wurde. Für Hermann herrscht tagelang Chaos, wegen Journalisten, die im Center unterwegs und auf der Suche nach Augenzeugen sind. Da gibt es eine ganz bekannte deutsche Tageszeitung, die ja angeblich niemand liest. Und da war es dann schon so, dass wir aufgefordert waren gegebenenfalls mal in unseren Handys zu schauen, ob wir Bildmaterial zur Verfügung stellen können und warum wir denn keine Aufnahmen gemacht hätten. Und das war so... Von dem Vorfall natürlich. Und das war natürlich, da war eine Grenze aber deutlich überschritten. Der Medienrummel habe hier im Einkaufszentrum für mehr Unruhe gesorgt als der Vorfall selbst. Ich finde, wir haben ganz, ganz schnell einen Stempel bekommen, einen rechten Stempel. Cottbus war schon immer so und jetzt durch diese Vorfälle erst recht. Und ich finde, von dem eigentlichen Problem ist irgendwie relativ schnell abgelenkt worden. Wir treffen Christoph Berndt auf dem Weg zur Polizei. Es wird die Route und Sicherheit bei der nächsten Kundgebung besprochen. Für die Stimmungsmache gegen den RBB fühlt er sich nicht verantwortlich. Warum der Unmut dem RBB entgegengeschlagen ist von Demonstranten, das liegt nicht daran, dass wir das thematisiert haben. Es liegt an einer jahrelangen Wahrnehmung bei vielen Leuten in der Bevölkerung, dass deren Sorgen und deren Sicht der Dinge nicht adäquat berichtet werden. Seine Erinnerung lückenhaft. Gewalt lehne man ab, sagt er. Am Sonnabend wolle man eine friedliche Kundgebung. Im RBB-Studio Cottbus will man nach den letzten Erfahrungen darauf nicht vertrauen.
Zum ersten Mal werden die Reporter mit Personenschutz losgehen. Für Sebastian Schiller zwiespältig. Also ich meine, es kann doch nicht sein, dass wir irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht auch noch mit stichsicherer Weste oder irgendwas, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesprochen, uns nur noch auf diesen Demos bewegen können. Schiller berichtet oft von Demonstrationen, auch NPD-Kundgebungen. Er ist einiges gewohnt und doch hat sich in den letzten Wochen etwas verändert. Ich meine, auch wir müssen uns daran messen lassen, was letzten Endes bei dem Bürger ankommt. Und deswegen ist Kritik natürlich unglaublich wichtig. Problematisch wird es ja erst dann, wenn diese Kritik eben in offenen Hass umschwingt oder wenn tatsächlich dann man persönlich angegangen wird. Das hat ja dann mit Kritik im eigentlichen Sinne auch nichts mehr zu tun. Am Sonnabend geht es zunächst freundlich zu. Am Vormittag haben Geflüchtete und das linke Bündnis Cottbus Nazifrei zur Demonstration aufgerufen. Gegen den Hass und für ein friedliches Miteinander. Auch Simone Wendler berichtet. Christoph Berndt beäugt die Gegenveranstaltung zu seiner Kundgebung am Rande. Vergeblich sucht man den Oberbürgermeister. Er erscheint nicht. Knapp 1000 Menschen sind gekommen. Das Medieninteresse ist groß. Ich hoffe, dass das Interesse auch da ist, wenn man vielleicht in einem halben Jahr hier über ein paar über ein paar Dinge berichten kann, wie sich die Probleme vielleicht etwas entspannt haben, wie die Situation ruhiger gewesen ist. Ich würde mir dann wünschen, dass dann auch noch ein paar Leute nach Cottbus kommen. Aber das ist einfach so die Medienwelt. Wir gehen dahin, wo die Ereignisse sind. Und deshalb geht es 3 Stunden später zur Kundgebung von Zukunft Heimat. Diesmal versammeln sich mehr als 3000 Menschen. Wer von euch gehört zur Presse? Ich hoffe, ihr habt alle gut aufgepasst. Und wer von euch wünscht sich unser Land zurück, wie es vor der Grenzöffnung im Spätsommer 2020 war? Das war ja eine klare Ansage, ne? Wendler war als Reporterin auf unzähligen Kundgebungen. Die Stimmung, die an diesem Tag in ihrer Heimatstadt herrscht, ist ihr unheimlich. Den wirklichen Anteil an klaren Rechtsextremisten, die hier mit unterwegs sind, die wollen einen Teil der Leute, die hier mitgehen, nicht wahrhaben. Wie schon 3 Wochen zuvor werden auch diesmal Journalisten denunziert. Und heute trifft es Simone Wendler. Übrigens auch schon mit der Chefredakteurin Simone Wendler von der Lausitzer Rundschau zusammen. Und die Schlagworte waren rechtspopulistischer Verein, rechtsextremes Milieu. Willkommen im rechtsextremen Milieu. Es ist schon eine Situation, die nicht angenehm ist. Ich meine mal, ich muss jetzt hier durch die Stadt zurück zur Redaktion. Man weiß nicht, wer von den Leuten jetzt vielleicht der Meinung ist, wenn er mich sieht, der muss mir noch mal persönlich irgendwas da näher bringen. Zu tätlichen Übergriffen kommt es nicht. Diese Kundgebung löst sich friedlich auf. Beim nächsten Mal will Simone Wendler wieder vor Ort sein.